Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in diesem kurzen Video möchte ich ja so als kleine Vorbereitung für Abiturprüfungen oder ähnliches einen etwas zusammenhängenden Blick auf die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts werfen, die deutsche Geschichte in ihren Grundzügen so ein bisschen strukturieren in dieser Zeit und das ein bisschen verknüpfen mit sozusagen auswärtigen Einflüssen. Dass man halt sieht, inwiefern hängt diese deutsche Geschichte eigentlich mit anderen Bewegungen zusammen. An anderer Stelle, in einem anderen Video, hatte ich schon mal erläutert, dass es sozusagen für das 19. Jahrhundert so drei große Fragen gibt, die in der Zeit ja einer Lösung harren und an die man sich eigentlich auch ganz gut dranhängen kann, wenn man das also ja vorbereitend lernen oder sich erschließen will. Und das ist zum einen die Frage nach der Einheit, also wie gelingt es eigentlich oder kann es gelingen, ein einheitliches Deutschland zu schaffen, zu erreichen. Die zweite Frage ist die nach der Verfassung, also was für eine Form soll eigentlich dieses Deutschland haben, was für eine Regierungsform, was für eine Staatsform. Und das hängt ganz eng zusammen mit liberalen Ideen, und deshalb kann man als zweiten Begriff an der Stelle eigentlich so diese Frage nach der Freiheit ganz gut nehmen. Und die dritte Frage ist dann die sogenannte soziale Frage, wie gestaltet man eigentlich die Veränderungen in der Gesellschaft, die sich aus eben insbesondere aus der Industrialisierung ergeben. Das sind sozusagen die drei Leitfragen eigentlich dieses ganzen 19. Jahrhunderts. Und hier soll es jetzt darum gehen, die mal sozusagen speziell für die erste Hälfte etwas genauer in den Blick zu nehmen. So als Endpunkt ist hier angedacht eben 1848, als sozusagen die Revolution, die in Deutschland und Europa stattfindet. Wenn man sich diese Frage anguckt, dann muss man eigentlich ausgreifen und kann nicht mit der deutschen Geschichte anfangen, sondern, das zeigt sich hier jetzt auf diesem Bild, auf dieser Folie, das sind sozusagen die blau hinterlegten Hintergründe, das sind sozusagen externe Einflüsse, externe Ereignisse, die eben die deutschen Verhältnisse beeinflussen. Und ich beginne jetzt gewissermaßen 1776, oben in der Ecke, mit den USA. Gar nicht groß, jetzt langwierig, sondern einfach nur deutlich zu machen, da geschieht eigentlich etwas sozusagen in der Loslösung der USA von Großbritannien, in der Unabhängigkeitserklärung. Da werden erstmals Ideen und politische Vorhaben formuliert und tatsächlich eben umgesetzt, die darauf hinauslaufen, sich eben aus diesen klassischen monarchischen Strukturen herauszulösen und etwas sozusagen Neues zu schaffen. Und das nicht nur im Hinblick auf die Regierungsform, sondern auch im Hinblick auf das Selbstverständnis, eben das Selbstverständnis als sozusagen Nation. Wie gesagt, 1776 diese Idee, das ist ja jetzt außerhalb Europas, aber das wird in Europa wirksam, nämlich in Frankreich und insbesondere so mit den Rückkehrern der französischen Unterstützer der amerikanischen Revolution, die jetzt ins eigene Land zurückkommen, gewissermaßen sehen, dass hier die Verhältnisse doch noch andere sind, eben der absolutistische Herrscher zu dem Zeitpunkt immer noch sozusagen die dominierende Macht ist. Deshalb 1789 die Französische Revolution, und in dieser Französischen Revolution, da entstehen gedanklich sozusagen zwei große Ideen. Ich will jetzt gar nicht auf die Ereignisse im Einzelnen eingehen, sondern einfach auf die beiden Ideen, die in dieser Französischen Revolution ja sich manifestieren, also jetzt präsent ihren Platz kriegen. Die greifen zurück, wie gesagt, auf Vorläufer der Aufklärung der USA, aber da werden sie eben in Europa wirksam. Und der eine Gedanke ist der Gedanke der Nation. Also der Gedanke, dass es sozusagen Gemeinschaften gibt, Gemeinschaften ja gleichen Rechts in einem gemeinsamen Staat, die sich eben als ja, Schicksalsgemeinschaft, wie auch immer, also als Gemeinschaft verstehen und die sich eben sozusagen repräsentieren möchten. Das ist ja was anderes als sozusagen die vorherrschende Ständereinteilung, wo also eher nach sozusagen den Standeszugehörigkeiten differenziert wurde. Demgegenüber jetzt das Modell, es gibt sozusagen die eine Nation und es ist eigentlich eine Gemeinschaft sozusagen gleichen Rechts, die da zu sehen ist, und die lebt eben in einem Staat. Wir werden gleich sehen, es gibt sozusagen auch Einflüsse, dann andere Nationsbegriffe zu nehmen, aber das ist zunächst mal das, was in Frankreich relevant ist. Zeigt sich beispielsweise daran, in Frankreich reicht es sozusagen den Eid auf die französische Verfassung abzulegen und dann bin ich französischer Bürger. Wir werden nachher sehen, auf Deutschland bezogen klappt das nicht so ganz. Also der eine Gedanke ist der Gedanke der Nation, der neu aufkommt. Und der andere Gedanke ist dieser Gedanke der Konstitution, also der verfassungsmäßigen Gestaltung eines Staates. Und der beinhaltet auch wieder diesen Gedanken der Rechtsgleichheit.
Stärker aber noch den Gedanken, dass Herrschaft gebunden wird an Regeln. Der Absolutismus kennt ja auch staatliche Regeln, staatliche Gesetze, aber der Souverän, also der König, ist über diesen Gesetzen, ist legibus absolutus gestellt. Und der Gedanke der Verfassung ist jetzt eben, es gibt eben ein Set von Regularien, das tatsächlich für alle gilt, inklusive des Herrschers. Und dieses Set von Regeln, das ist auch ein Einfluss, der aus den USA kommt, beinhaltet eben auch dann die Mitbestimmung der Beherrschten in der Gestaltung dieses Staatswesens. Also das sind zwei Gedanken, die in der Französischen Revolution sich bahnbrechen und tatsächlich wirksam werden. Also der berühmte Aufruf von Avesies, was ist der dritte Stand, wo sich also der dritte Stand nachher sozusagen dann zur Nation erklärt im Balanchour. Da zeigt sich sozusagen dieses Konstrukt der Nation ganz deutlich, da wird es historisch wirksam. Und das zweite ist natürlich die Konstitution. In der Verfassung von 1791 wird eben beispielsweise die Rolle des französischen Königs auf einmal durch Regeln eingegrenzt. Das eben zwei Einflüsse, die aus Frankreich kommen. Und Frankreich, die Französische Revolution, exportiert dieses Modell. Also sie betreibt Revolutionsexport auf militärischem Wege. Also Frankreich hat den Anspruch, sein Gesellschaftsmodell in Europa zu verbreiten. Und das geschieht sozusagen durch die Gegenwehr auch der anderen Staaten, der monarchisch orientierten Staaten, eben mit Gewalt. Hat aber noch mehr Folgen. Also in diesen Gebieten wird jetzt nicht nur eingesetzt, also entsteht ein neues gesellschaftliches Modell, ein neues staatliches Modell, sondern der Staat wird dort auch sozusagen modernisiert. Im Sinne einer sozusagen Durchrationalisierung des Staates, das beginnt in dieser Zeit. Und das hat Auswirkungen eben auch auf Deutschland. Und zwar zunächst mal, was die Einheit angeht, wir haben so diesen zersplitterten Staat seit dem Westfälischen Frieden. Zersplittert jetzt ist hier gar nicht negativ gemeint. Man weiß, sagt ja inzwischen, dass dieses System also durchaus ein stabiles System hat, was lange eben auch für Ruhe und Frieden sorgt. Aber es sind eben sehr kleinteilig organisierte Staaten und Ländern innerhalb dessen Gebiet, was später so dann Deutschland ist. Und diese Kleinstaatlichkeit, die wird territorial neu geordnet durch Prozesse der Säkularisierung. Da werden eben, der Mediatisierung werden kleinere Einheiten zu größeren Herrschaftseinheiten zusammengefasst und müssen dann eben teilweise auch staatlich neu strukturiert werden, damit sie jetzt überhaupt zusammengeführt werden können. Das ist eine territoriale Neuordnung, die bis 1815 insbesondere unter französischer Herrschaft, ganz stark nochmal unter Napoleon nach 1806 ihren Lauf nimmt. Zugleich führt diese französische Besetzung in Deutschland durch die damit verbundenen Lasten, eben insbesondere nach 1806 unter Napoleon, wenn dann eben Truppen gestellt werden müssen und finanziell große Beiträge geleistet werden müssen zu den französischen Kriegen, führt das ja zu einer zunehmenden Abgrenzung gegenüber der französischen Herrschaft. Und da macht sich jetzt dieses Konzept bemerkbar, was aus Frankreich gekommen ist, das Konzept der Nation, denn auf einmal wird in Deutschland diskutiert, naja, also wir sind ja auch eine Gemeinschaft und das Interessante ist jetzt, dass man eben gar nicht mal unbedingt jetzt eine Rechtsgemeinschaft sieht, den gemeinsamen Staat, den es ja nicht gibt in Deutschland, sondern das Gemeinschaftsgefühl läuft in Deutschland viel stärker über die Sprache und die sozusagen als gemeinsam verstandene Kultur. Und damit sind wir also sozusagen bei einer Differenz von Nationsbegriffen. In Frankreich ist stärker der sagen, Staatsnationsbegriff spielt eine Rolle, also das Bekenntnis zum Staat, das Bekenntnis zu einer bestimmten Staatsform. Während in Deutschland sich stärker durchsetzt ein sozusagen Sprach- und Kulturnationsbegriff. Also ich gehöre zur deutschen Nation, wenn ich die deutsche Sprache spreche und sozusagen kulturelle Traditionen ja, des deutschen Volkes pflege. Da merkt man schon, dass dieser Nationsbegriff ein doch deutlich exklusiverer ist, weil ich ja über bestimmte kulturelle Fähigkeiten und Kenntnisse verfügen muss, um dazu zu gehören, während in Frankreich, ich habe das eben schon mal angedeutet, im Grunde genommen der Eid auf die Verfassung reicht, um dazu zu gehören. Also, diese Frage der Einheit wird damit auch in Deutschland relevant. Man sieht in Frankreich, das funktioniert und fragt sich jetzt, warum funktioniert das bei uns eigentlich nicht? Und weil es eben diese Einheit nicht gibt und das Ganze unter französischer sozusagen Herrschaft steht oder französischen Einfluss, wird eben auch die Frage immer lauter, müssen wir nicht ein einheitliches Deutschland als Staat erreichen? Auch die zweite Frage nach der Konstitution, nach der Freiheit, wird relevant für Deutschland. Es gibt eine Menge Reformen nach französischem Vorbild im Sinne einer Modernisierung des Staates, einer
Vernunftgestaltung des Staates, eine Rationalisierung des Staates, eine Strukturierung von Rechtsstaat, von Beamtenschaft etc. Nach französischem Vorbild. Und weil eben Frankreich als Staat auch militärisch so erfolgreich ist, orientiert man sich auch am französischen Vorbild. Also Elemente wie die Bauernbefreiung, die kommunalen Reformen in Preußen, das sind alles Dinge, die sich am französischen Vorbild orientieren, aber mit dem Ziel, sich eigentlich gegen Frankreich durchsetzen zu können. Und eine Folge der französischen Herrschaft ist eben auch, dass es sozusagen auf einmal Verfassungsstaaten gibt. Also Frankreich richtet Staaten ein, die eine eigene Verfassung haben, wo das Recht also jetzt sozusagen kodifiziert wird. Und auch das hat Einfluss, weil auf einmal sieht man eben, das geht auch in Deutschland. Ja? Also man kann eben auch in Deutschland Verfassungsstaaten haben und praktisch jeder zukünftige Herrscher muss sich dazu positionieren. Er kann das ablehnen tun, kann sagen, ich will keine Verfassungen, aber er positioniert sich dazu. Die Idee der Verfassung, der Konstitution ist auch in Deutschland zu dem Zeitpunkt angekommen. Und dann gibt es einen dritten Bereich, die soziale Frage, die an dieser Stelle noch gar nicht zwingend so relevant wird, aber im Zuge dieser staatlichen und gesellschaftlichen Modernisierung wird eine bestimmte Gruppe des Bürgertums, insbesondere das Wirtschaftsbürgertum, also Großhändler und Unternehmer und solche Personen werden wichtiger. Das Bürgertum etabliert sich als wichtige Gruppe, nimmt sich selber wahr und nimmt eben auch wahr, wir können politisch gar nicht mitbestimmen, obwohl wir wirtschaftlich sehr dominant sind. Das beruht darauf, dass eben seit ungefähr 1750 in England diese Industrialisierung ihre sich Bahn gebrochen hat, also eine zunehmende Technisierung der Produktion, die dazu führt, dass eben über das Fabriksystem Gesellschaftsgruppen entstehen, die es vorher gar nicht gegeben hat. Also den Fabrikarbeiter, diese Gruppe gab es nicht, bevor es nicht Fabriken gab. Und Fabriken gab es nicht, bevor es nicht Formen der industrialisierten Produktion gab. Gleichzeitig, ohne das jetzt hier im Detail ausführen zu wollen, führt diese Industrialisierung eben insbesondere in ihrer Protophase, in ihrer Vorphase zu einem Massenelend, also einer großen Zunahme von Verarmung, von Stadtflucht und wirft also Probleme auf und dann stellt sich schon die Frage, wie kann man eigentlich mit einem solchen Massenelend in der Gesellschaft umgehen, damit die Gesellschaft nicht zerbricht. Also das ist so der dritte große Trend, der sich in dieser Zeit andeutet. Wie gesagt, die Industrialisierung und die soziale Frage kommt noch nicht ganz so präsent an, aber wir werden sehen, bis 1848 wird sie wirksam. Das ist die Phase bis 1815, also geprägt von Modernisierung des Staatswesens, von einer Reorganisation der staatlichen Strukturen in Deutschland, von einer ganz starken Prägung durch Frankreich, sei es direkt durch Frankreich, sei es in Ablehnung von französischen Modellen. Das ist die Zeit bis 1815 und Frankreich verliert eben dann die europäischen Kriege und 1815 im Wiener Kongress machen sich die europäischen Großmächte daran, die Ordnung in Europa neu zu erstellen. Und diese neue Ordnung in Europa ist restaurativ angelegt, steht also unter dem Ziel, wir wollen die alten Verhältnisse restaurieren, gemeint sind die Verhältnisse vor 1789. Und deshalb müssen wir eben Deutschland und Europa neu ordnen. Also das ist ein Einfluss, der also durchaus von außen dazukommt. Und der hat in Deutschland ganz konkrete Auswirkungen. Es gibt sozusagen den Deutschen Bund, also ein Bündnis von 30 Staaten da. Also souveränen Staaten, also ein Bündnis, lose verbunden, eher auf die Verteidigung ausgerichtet, aber eben nicht eine Zentralgewalt oder gar ein Zentralstaat in Deutschland. Das heißt, die Frage der Einheit, also erreichen wir einen deutschen Nationalstaat, eine Frage, die in Abgrenzung zur französischen Herrschaft aufgekommen war und die auch ganz stark motiviert hatte, in den Befreiungskriegen mitzukämpfen, diese Frage wird negativ beantwortet. Es gibt nach dem Wiener Kongress keine deutsche Einheit. Es gibt mehrere deutsche Staaten, es sind weniger als vorher, aber es gibt keinen Einheitsstaat. Und die zweite Frage wird auch beantwortet, nämlich die Frage zu sagen, inwiefern, wie sieht es denn mit der Freiheit aus, mit der Verfassung? Die restaurativen Tendenzen der europäischen Großmächte gehen eben tatsächlich eher in die Richtung, eben keine Verfassungen einzurichten oder diese sozusagen vollkommen vom Herrscher abhängig zu machen. Das, was aber sozusagen Frankreich vorgelebt hat mit seiner Verfassung oder zumindest bis Napoleon, eben eine Garantie von Beteiligung, eine Garantie von Rechten des Einzelnen,
All diese Dinge werden in Deutschland so nicht umgesetzt. Also entsteht sozusagen der Eindruck, wir haben als Deutsche weder von der Einheit noch von der Freiheit profitiert. Und diese Erkenntnis, die wird jetzt, und das ist jetzt die nächste Phase, praktisch von 1815 bis 1848, ja, die Diskussion, die politische Diskussion prägen und darauf Einfluss haben. Es wird im Wiener Kongress nicht nur Deutschland restaurativ umgestaltet, sondern eben auch Europa. Es werden alte Herrscherhäuser wieder eingerichtet, alte Strukturen hergestellt. Aber dieser Gedanke, der sich mit der Französischen Revolution in Deutschland verbreitet hatte, der Gedanke der Nation, der Gedanke einer solchen Gemeinschaft von Gleichberechtigten, dieser Gedanke ist nicht mehr wegzukriegen. Es gibt nach 1815 Nationalbewegungen in ganz Europa, nicht nur in Deutschland, wir gucken auf Deutschland, aber es gibt sie in ganz Europa. Einige habe ich hier aufgeführt: Griechenland 1822 in einem Aufstand gegen die Osmanen, Belgien 1830, Polen 1831, 1832 in einem Aufstand gegen die russische Oberherrschaft. All das sind Bewegungen, die letztlich darauf zurückführen, dass man sagt, wir möchten eine eigene Nation darstellen. Und das wird in Europa und in Deutschland eben auch diskutiert und wahrgenommen, dass da diese Konflikte und Stände, Kämpfe stattfinden. Griechenland ist in der Zeit ein sehr beliebtes Land und man mindestens verbal eifern eben viele, die in Deutschland eine Reform haben wollen, eifern eben so an den Griechen nach oder loben, heben das Griechische hervor, dass hier so ein tapferer Freiheitskampf stattfindet, was im Grunde man sich auch für das eigene Volk wünschen würde. Die Auswirkungen in Deutschland werden etwas konkreter. Es gibt sozusagen jetzt eine ja, Nationalbewegung, die sich zum Ziel nimmt, wir möchten tatsächlich diesen einheitlichen Staat, die einheitliche deutsche Nation erreichen. Die wird ganz stark getragen eben von Studenten und den sogenannten Burschenschaften, aber eben auch von intellektuellen Beamten. Und diese manifestiert sich in sozusagen einigen Ereignissen, wo sie sich sehr deutlich macht. Zwei sind hier aufgeführt. Einmal 1817, das sogenannte Wartburgfest, wo man also zusammenkommt und Symbole der alten Herrschaft verbrennt. Und 1832 das Hambacher Fest, also eine Versammlung von Leuten durchaus aus vielen Ländern Europas in Hambach in der Pfalz an einem Schloss, wo dann eben Reden gehalten werden auf die deutsche Nation, auch durchaus im europäischen Kontext. Aber also das Ziel eben dieser Nationalbewegung möchten wir möchten so die Nation erreichen. Aber das klappt soweit nicht. Es gibt diese Appelle, es gibt diese Feste, aber dass ein tatsächlicher Nationalstaat entsteht, das wird an dieser Stelle nicht erreicht. Im Gegenteil, die Nationalbewegung wird zunehmend ja Gegenstand von Verfolgungsmaßnahmen der restaurativen Obrigkeiten, die also diese Bewegung unterdrücken möchten, die natürlich bedeuten würde, dass die einzelnen Staaten, die sich jetzt da etabliert haben, letztlich aufgelöst würden. Diese Nationalbewegung ist aber sozusagen nicht die einzige Bewegung, die verfolgt wird, sondern es gibt eben auch sozusagen den Gedanken, diesen Freiheitsgedanken aus dem Liberalismus heraus. Und eben auch die Liberalen werden Opfer und Gegenstand von Verfolgungen. Also diejenigen, die für eine verfassungsmäßige Bindung der Herrschaft einrichten, die eintreten, die für sozusagen Rechte des Einzelnen eintreten, die auch verteidigt werden müssen. All diese Gruppierungen werden auch verfolgt. Zu diesen kann man in gewisser Weise auch zählen, die Demokraten, und zwar die Demokraten jetzt verstanden als die tatsächlich nicht mal mehr eine Monarchie wollen, sondern die eine Republik haben wollen. Das ist aber, und das muss man ganz deutlich sagen, in der Zeit eine Minderheit. Und das ist eine radikale Minderheit, die auch von vielen Leuten abgelehnt wird. Die Mehrheit der Leute, die für Reformen eintreten, die für Liberalismus eintreten, denken in Kategorien der liberalen konstitutionellen Monarchie. Und die denken nicht in Kategorien einer Republik oder gar einer föderalen Republik, wie wir sie jetzt haben. 1819, das Stichwort Karlsbader Beschlüsse, werden diese liberalen und nationalen Bewegungen ja tatsächlich sozusagen dann Gegenstand von Verfolgungsmaßnahmen durch den Deutschen Bund, durch die Staaten des Deutschen Bundes, sodass man also versucht, Nationalbewegung und liberale Bewegung zu unterdrücken. Das ruft Protest hervor, man möchte sich dagegen wehren. Und jetzt kommt etwas ins Spiel, nämlich diese soziale Frage, die ich schon erwähnt hatte. Diese großen Verelendungen, die Stadtflucht von vielen Leuten auf dem Land und gleichzeitig sind dann die großen wirtschaftlichen Gewinne von Unternehmern, all das
sorgt für soziale Ungleichheit und das sorgt für soziale Unruhe. Es wandeln sich Produktionssysteme. Menschen, die in den traditionellen Produktionssystemen mehr oder weniger gut gelebt haben, geraten in extreme Not und möchten sich dagegen wehren, möchten sozusagen diesen wirtschaftlichen Veränderungsprozess aufhalten. Ein Beispiel dafür, um es markant zu machen, ist 1844 in Preußen der schlesische Weberaufstand. Also das Produktionssystem der Weber, denen also Waren geliefert wurden, die sie dann zu Stoffen gewebt haben und die sie dann, wofür sie dann eben eine für ihre Arbeit einen Lohn bekommen haben. Dieses System wird bedroht durch die maschinelle, industrielle und auch viel rationalere und tatsächlich qualitativ gleichmäßigere Produktion der Fabriken. Es gibt da Aufstände und die werden brutal niedergeschlagen. Die werden vom Militär ja niedergeschossen, sodass man am Vorabend von 1848 sagen vier Faktoren hat, wenn man so will, die auf Unruhe hindeuten. Das eine ist eben in Deutschland eine Nationalbewegung, die sich unterdrückt sieht oder die sich verfolgt sieht, aber doch zunehmend sozusagen Anhänger gewonnen hat. Also man sieht das Streben nach einem deutschen Staat in Gefahr. Eine liberale Bewegung, die mehr einen verfassungsmäßigen Staat haben möchte, aber die eben auch verfolgt wird. Dann gibt es sozusagen eine breite Schicht, insbesondere kommen jetzt hier sozusagen Kleinhändler und Kleinhandwerker und Bauern ins Spiel, die unter den sozialen Folgen der Industrialisierung massiv leiden oder beginnen darunter zu leiden. Also das sind drei Faktoren, die ganz starke Unzufriedenheit erzeugen. Und es gibt eben sozusagen diesen europäischen Faktor, dass man eben also ähnliche Bewegungen auch in anderen Staaten sieht. Und dann ist es 1848 also tatsächlich sozusagen ein Funke, wieder ein externer Impuls, die Februarrevolution in Frankreich, die also die dortige, ja, 1815 wieder eingesetzte Monarchie hinwegfegt. Und dieser Gedanke der Revolution verbreitet sich jetzt in ganz Europa. Das geht wahnsinnig schnell. Da trägt eben unter anderem auch die Industrialisierung dazu bei. Eisenbahnverbindungen ermöglichen ganz schnelle Informationsweitergabe. Und das trägt dazu bei, dass diese Revolution sich tatsächlich eben über ganz Europa ausbreitet. Ich werde jetzt auch nicht auf die Einzelheiten dieser Revolution eingehen. Das ist was, was man dann sicherlich nochmal dann vorbereiten muss. Aber es zeigt sich eben hier, da kommt dieser Funke. Dieser Funke kommt aus Frankreich und fällt in ein Pulverfass, was ich eben gesagt hatte, aus mehreren Faktoren, wo schon starke Unzufriedenheit herrscht und dementsprechend, ja, explodiert ist, kommt es eben auch in Deutschland zu dem Ausbruch dieser Revolution von 1848. Aber wie gesagt, nicht nur in Deutschland, letztlich in ganz vielen Staaten Europas. Was erreicht jetzt diese Revolution von 1848? Sie hat ja zunächst sozusagen durchaus Erfolge. Es gelingt ihr, die Herrscher dazu zu veranlassen, liberale Ministerien und Regierungen einzusetzen. Aber es gelingt ihr auch, eine Nationalversammlung erwählen zu lassen und nach Frankfurt in die Paulskirche einzuberufen. Aber es gelingt ihr eben nicht sozusagen die Machtmittel so in die Hand zu bekommen, dass sie bestimmte Sachen wirksam nach wie vor umsetzen kann. Und so dass man sich fragen muss, was erreicht denn also diese Paulskirchenversammlung, die Nationalversammlung in Deutschland 1848, 1849? Und wenn man das auch wieder entlang dieser Fragen angeht, dann muss man sagen, die Frage nach der Nation, gibt es jetzt einen deutschen Staat? Es gibt in der Paulskirche Diskussionen, wollen wir jetzt einen großdeutschen Staat oder wollen wir einen kleindeutschen Staat, also eine Lösung, wo österreichische Gebiete eingeschlossen sind, eine Lösung, wo sozusagen keine österreichischen Gebiete dabei sind. Diese Fragen werden diskutiert. Sie werden aber nicht gelöst. Die Versammlung spricht sich für eine kleindeutsche Lösung aus, aber faktisch umgesetzt werden in einer neuen Reichsorganisation kann das nicht mehr. Und die Paulskirchenversammlung muss an verschiedenen Stellen Bündnisse mit den Großmächten, insbesondere Preußen und Österreich, eingehen, beispielsweise im in der Schleswig-Krise, sozusagen einen Konflikt mit Dänemark aufbricht, den sozusagen dann letztlich Preußen regeln muss für die Nationalversammlung. Das heißt, man verbündet sich mit Staaten, die eigentlich kein Interesse haben, die Ziele dieser Revolution 1848 tatsächlich umzusetzen. Also das schwächt diese Bewegung ganz massiv, das schwächt diese Paulskirchenversammlung ganz massiv. Der zweite Bereich, das sieht ein bisschen besser aus im Bereich der so einer Konstitution. Es wird tatsächlich eine Reichsverfassung entworfen und diese Reichsverfassung enthält zum Beispiel Grundrechte. Da sind die erstmal sozusagen für Deutsche aufgeschrieben. Diese
Verfassung tritt aber nie wirklich in Kraft. Sie wird verabschiedet, aber sie kann nie wirklich in Kraft gesetzt werden. Bleibt aber als Idee wirksam. Insbesondere die Idee der Grundrechte hat sich eben bis heute, bis in unser Grundgesetz hinein niedergeschlagen. Aber auch diese Verfassung ist keine, die wirklich die Vorfeld oft propagierten Ziele vollständig umsetzt. Es ist eine Verfassung, die der Mitbestimmung praktisch nur das Bürgertum, also die Mitbestimmung nur dem Bürgertum einräumt. Und das sorgt insofern für Probleme, als dass eine ganz starke Wucht dieser Revolution in ihrer ersten Phase dadurch kam, dass man sich eben verbünden konnte mit Protestierenden aus sozialen, aus anderen sozialen Bereichen, insbesondere aus der Landwirtschaft, aus dem Bau, aus den Bauern. Und indem jetzt sozusagen diese Interessen dieser anderen Gruppen auch politisch gar nicht so sehr berücksichtigt werden, wird eben diese Solidarität, die geübt wurde in dieser ersten Revolutionsphase, ganz stark in Frage gestellt. Und es werden sozusagen soziale Unruhen durch das Militär niedergeschlagen, durchaus mit Billigung von der aus der Volksversammlung. Das heißt, die kleinbürgerlichen Schichten, die bäuerlichen Schichten bleiben weitgehend unbeachtet und auch ihre sozialen Forderungen bleiben weitgehend ungeachtet. Und das führt eben dazu, dass dieses Momentum dieser vier Faktoren, die dazu geführt haben, dass in 1848 zunächst mal die Revolution scheinbar erfolgreich ist, das dividiert diese Gruppen auseinander, lässt sie nicht mehr zusammenwirken, und das ist ein ganz entscheidender Faktor dafür, dass sich letztlich die alten Mächte wieder durchsetzen können, diese Revolution niederschlagen können und die alten Verhältnisse sozusagen nochmal restaurieren, nochmal reaktivieren können. Aber die Idee dieser Revolution und die Idee zum Beispiel von Grundrechten ist in der Welt, die Idee einer Reichsverfassung ist in der Welt, und auch das wird im Weiteren eben wirksam werden, und daran müssen sich die zukünftigen Generationen an dieser Stelle eben messen lassen. Soviel zu einem sozusagen Einblick in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, was die groben Strömungen angeht, was große Zusammenhänge mit externen Einflüssen angeht. Und in weiteren Videos werden wir uns auch nochmal den weiteren Phasen dieser Zeit widmen.